So, wir haben wieder einen Gerberträger, den wir schon kennen. 2 Meter, 1 Meter, 4 Meter. Q sind gerade 2,5 Kilonewton pro Meter. Und die Frage, wie geht das Ding mit der Integrationsmethode? Nennen wir diese Länge hier erstmal L, führen hier die Koordinate x ein, stellen fest, dass die Streckenlast Q von x gleich Q mal x durch L ist, dass damit die Querkraft gerade ist A minus Qx Quadrat durch 2L und A ist die Lagerkraft hier, die im Sinne der Querkraftdimension Definition positiv ist. Wir können auch C1 hinschreiben, das ist also eine Integrationskonstante und diese Integrationskonstante hat gleich eine physikalische Bedeutung. Und jetzt können wir sagen, dass m von x, das ist also ma plus a mal x minus Qx hoch 3 durch 6L. Hier ist ein Gelenk, deswegen können wir feststellen, dass ma gleich 0 ist. Und wir stellen fest, an der Stelle L gleich 2 Meter. Da stellen wir wieder fest, dass das Moment 0 ist. Wir haben also eine Randbedingung. Und diese Randbedingung, die sagt aus, dass m an der Stelle L ist gleich a mal L minus QL Quadrat Sechstel gleich 0. Wir lösen das Ganze nach a auf und kriegen raus Q mal L Sechstel. Das können wir jetzt natürlich einsetzen, wenn wir Lust haben. Und dann kriegen wir eben die Kraft raus. Und diese Kraft sind 0,833 Kilonewton. Das ist also jetzt 2,5 mal 2 durch 6 gerechnet. So, und damit, dass wir die Kraft A raus haben, können wir uns jetzt fragen, wo wird die Querkraft 0? Jetzt können wir also sagen, Q von x ist gerade gleich 0. Dann haben wir hier eben stehen Q mal L Sechstel minus Qx Quadrat durch 2L gleich 0. Und das können wir nach x auflösen. Und dann stellen wir fest, hier kürzt sich eine 2 weg, bleibt eine 3 da. Das L geht nach oben. Dann haben wir eben da stehen 1 dividiert durch Wurzel 3 mal L. Dieses x können wir jetzt in das Moment einsetzen. Und dann bekommen wir raus m von x ist also gerade gleich. Ax ist also Q mal L Sechstel mal x und x ist gerade L durch Wurzel 3 und das ist jetzt minus Q durch 6L und jetzt das x hoch 3 ist also ein L hoch 3 dividiert durch 3 mal Wurzel 3. So, und jetzt kann man eben feststellen, wie viel das hier gibt und dann habe ich eben hier eine Bratwurst minus eine Drittel Bratwurst sind zwei Drittel Bratwürste. Das heißt also, das ist zwei Drittel von QL Quadrat durch 6 Wurzel 3. Und jetzt kürzt sich noch eine 2 weg und wir erhalten QL Quadrat durch 9 Wurzel 3. Da wir diesen Term öfter brauchen bei Dreieckslasten, kann man diesen Term eventuell auswendig lernen. Und das hatte ich vorhin im ersten Video gezeigt, wie man sowas dann sinnvoll einsetzt. So, dann kann ich eben noch sagen, das Q möchte ich noch an der Stelle L haben. Wir sind also an dieser Stelle hier. Und dann kann ich sagen, das ist erstmal die Kraft A, ist gerade Q mal L Sechstel. Und jetzt setze ich ein für x gleich L. Dann habe ich hier also Q L Quadrat halbe und 1 Sechstel minus 3 Sechstel sind minus 2 Sechstel. Und das sind minus Q L Quadrat Drittel. Und das entspricht jetzt wieder der Gelenkkraft. Und damit haben wir also im Prinzip die Gelenkkraft raus. Und diese sind 1,667667 Kilonewton. So, nachdem wir so weit gegangen sind, können wir jetzt eine neue x-Koordinate an dieser Stelle hier einführen und fragen, wie die Sache weitergeht. Wir wissen jetzt also an der Ausgangsstelle, dass das Moment 0 ist. Und wir wissen, dass die Querkraft minus QL Quadrat Drittel ist, also minus das hier. Das liegt daran, dass wir eine Gelenkkraft haben, die hier auf dieses System so rum zeigt und auf dieses System so rum. Und wir stellen nach der Vorzeichendefinition fest, dass diese Gelenkkraft negativ ist. Wenn wir jetzt hier also eine neue x-Koordinate einführen, dann können wir eben im Prinzip sagen, x ist gerade gleich, ach, Entschuldigung, Q von x ist gerade gleich Q. Und jetzt kommt das Q von x ist gerade gleich minus der Gelenkkraft, weil wie gesagt eine negative Gelenkkraft, ja, also minus 1,667. Und jetzt kommt minus Q mal x.
Und jetzt kann ich in einer anderen Farbe, ja, oder mit Föppelklammern arbeiten und sagen, hier kommt noch dazu, plus die Lagerkraft B. Das ist diese Kraft hier. Und dann sage ich, das passiert nur, wenn das x größer ist als 1 Meter. So, und jetzt kann ich eben weitermachen und kann sagen, ich habe das m von x. Und das ist jetzt dieses Ding hier integriert, wobei die Integrationskonstante wieder 0 ist. Ich schreibe also hin mg minus g mal x minus qx Quadrat halbe. Und jetzt kommt eben dazu die Kraft B. Wenn diese Strecke hier x ist, dann ist diese Strecke 1 Meter. Und wir brauchen jetzt also den Hebel hier. Und der ist x minus 1 Meter. Also jetzt kommt dazu plus x b mal x minus 1 Meter. Diese grünen Terme, wie gesagt, gelten nur für x größer 1 Meter. Und der Herr Vöppel hat dieses System also noch ein bisschen systematisiert. Ja, und das geht eben mit der Systematisierung, aber es geht auch ohne die Systematisierung. Und das mg ist gleich 0. So, jetzt kann ich eben im Prinzip dort Folgendes machen. Ich kann erstmal sagen, dass m an der Stelle 1 Meter, das hätte ich gerne ausgerechnet. Ja, dann bekomme ich also das Ding über dem Lager hier. Da kann ich jetzt also einfach sagen, das ist minus die Gelenkkraft mal 1 Meter und minus q mal 1 Meter zum Quadrat durch 2. Und jetzt kann ich einfach angeben, minus g und minus q und im Prinzip durch 2. Und dann erhalten wir das Moment mb. Ja, das ist jetzt also minus 2,917 Kilonewton Meter. So, dann kann ich wieder sagen, ich habe eine Randbedingung. Diese Randbedingung, die sagt aus, dass das Moment hier hinten 0 ist. Das heißt, wenn die Strecke x gleich 5 Meter ist, ist das Ding 0. Und jetzt kann ich sagen, also m von 5 Meter ist gerade gleich minus g mal 5 Meter minus q halbe mal 5 Meter zum Quadrat. Und da wir jetzt rechts davon sind, kommt plus die Kraft b mal 5 Meter minus 1 Meter sind 4 Meter. Und dieses Ding muss jetzt gerade gleich 0 sein. Und jetzt haben wir eine Gleichung. G kennen wir schon, das kennen wir schon und können die nach auflösen. Und dann bekommen wir eben wieder die Kraft raus. Und anscheinend ist das B dann 9,896 Kilonewton. So, weiterhin können wir Folgendes feststellen. Wir können die Frage stellen, irgendwo wird dieses x ja 0. Und das können wir jetzt aus dieser Gleichung hier rausholen. Und zwar untersuchen wir jetzt eben den Fall, dass wir das x größer haben als 1 Meter. Deswegen können wir jetzt also diese Gleichung nach x auflösen und können sagen, q von x ist gleich 0, führt auf die Gleichung x ist gerade gleich. Das bringe ich auf die linke Seite. Dann steht da erstmal die Kraft B minus der Kraft G und das Ganze geteilen wir durch Q. Und dann erhalten wir also, wenn wir die Kraft B nehmen, 9,8 sonst was und davon die Gelenkkraft abziehen, sind wir bei 8,22 und das teilen wir durch Q und wir bekommen raus, für unser x ist gleich 3,292 Meter, gerechnet also von dem Gelenk hier. Und das können wir jetzt wieder in das Gelenk einsetzen. Wenn ich dieses also jetzt unter x abspeichere und ich gehe jetzt hier in dieses Moment rein, dann kann ich sagen, minus g mal x. Ich gebe das jetzt also möglichst gleichzeitig im Taschenrechner ein, ich habe es nicht vorher eingegeben. Minus q mal x hoch 2 durch 2. Und plus die Kraft b mal x minus 1. Und dann erhalten wir auch das Maximalmoment. Und da bekomme ich jetzt für m max raus 3,648 Kilonewton Meter. Und das hatten wir schon mit der anderen Formel ausgerechnet. Das war c Quadrat durch 2q. Und mal gucken, ob da das gleiche rauskommt. Durch 2 durch q. Und das waren 3,648. Ja, also das Ergebnis stimmt überein. Die Probe kommt hin. Und wo diese Formel herkommt, hatte ich schon erläutert. Ja, das war eben im Prinzip die Integrationsmethode, wenn ich nur eine Streckenlast habe
und eine Kraft A. Und ich integriere zweimal, bestimme ich mir also den Nulldurchgang. Und wenn ich den x ausgerechnet habe, setze ich es ins M ein. Und da kann ich eben für den Fall, dass ich nur eine rechteckförmige Streckenlast habe und eine Einzelkraft am Ende, kann ich mit der Formel c² durch 2q oder a² durch 2q das maximale Moment ausrechnen. Und es tritt ein an der Stelle c gleich q. Das ist also jetzt von hier ausgerechnet c durch q. Und das kann ich auch nochmal angeben. C durch Q wäre also die Stelle, wo das von hier aus gesehen antritt. Das sind 1,708 Meter. Und wir haben jetzt eben 3,29 Meter raus. Und das hier sind die 3,29 Meter. So, und jetzt haben wir also zwei Methoden kennengelernt. Die eine war mit Gleichgewicht. Wir zerlegen also dieses Dreieck sozusagen mit einer resultierenden und machen so mit der Momente. Und dann machen wir das mit der Rechtecklast genauso und kriegen die ganzen Gelenkkräfte und Lagerkräfte raus. Und die andere Möglichkeit ist eben, wir nehmen die Integrationsmethode, stellen die Dreieckslast auf als eine Funktion von x und dann integrieren wir die und kriegen die Gelenkkraft und die Lagerkraft und das maximale Moment raus. Und wenn wir das gemacht haben, gucken wir uns den nächsten Bereich an und wenden wieder die Integrationsmethode an. Und dann kriegen wir raus die Lagerkraft B und dann kriegen wir das Mmax raus und das Stützmoment und das maximale Feldmoment. Jetzt wird man natürlich denken, dass der Aufwand eben relativ der gleiche ist, wenn ich ein paar Formeln auswendig kenne, QL² durch 9 Wurzel 3 zum Beispiel oder C² durch 2Q, dann ist die Methode mit dem Gleichgewicht sogar vielleicht die schnellere Methode. Man darf aber nicht vergessen, dass erstmal diese Formeln hier, die ich hier habe, alle mit der Integrationsmethode hergeleitet werden. Ja, das ist das Erste. Und zweitens mal, man stelle sich vor, wir nehmen die Dreieckslast weg und tun eine quadratische Parabel drauf oder vielleicht eine Sinuslast, dann geht eben nur noch die Integrationsmethode. Und deswegen empfehle ich, die Integrationsmethode zumindest zu können und bei Bedarf abzurufen.